360 Football hier mit einem neuen Video und heute sind wir zu Gast bei V Athletics von Jan Schneider und wir trainieren 5 Übungen für den gesamten Körper für Fußball. Kommen wir zur ersten Übung und zwar zu den Trap Bar Deadlifts. Wir haben hier Instruktionen und Tipps und Tricks von Jan Schneider erhalten zu allen Übungen, die wir hier auch mit einbauen werden. Also die Trap Bar Deadlifts, dort bewegen sich die Hüfte mehr als die Knie und wir machen 6 bis 12 Wiederholungen an 3 Sätzen. Die Zielmuskulatur ist primär der Rückenstrecker, die vordere und hintere Oberschenkelmuskulatur und deine Gesäßmuskulatur. Dann, wie ist das Setup? Der Rücken ist aufrecht, Beine sind schulterbreit, Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule und ganz wichtig, die Beine nie ganz durchstrecken, somit schützt man das Kniegelenk. Der Vorteil für einen Fußballer, stärkere Beine. Die zweite Übung ist die sogenannte Landmine Overhand Press. Das ist eine Push Oberkörperübung und hier machen wir ebenfalls 6 bis 12 Wiederholungen an 3 Sätzen. Hier wird vor allem die Muskelkette in der Schulter trainiert, sowie auch die Rumpfmuskulatur, die stark mitarbeiten muss. Das Setup sieht man hier sehr, sehr gut und ein häufiger Fehler ist, dass man mit dem Körper rotiert, also das unbedingt vermeiden. Als dritte Übung hatten wir den Slider Reverse Lunge mit Kettlebells. Auch hier 6 bis 12 Wiederholungen an 3 Sätzen. Und dabei trainieren wir primär der große Gesäßmuskel und der Beinstrecker. Hier ein paar wichtige Punkte dazu. Der Rücken ist aufrecht, die Kettlebell vor der Brust und der Großteil des Gewichts wiegt auf dem vorderen Bein. Und dazu auch kein allzu breiter Stand haben, der Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule, mit dem hinteren Bein nicht allzu fest in die Dehnung gehen. Und ein häufiger Fehler, der Jan beobachtet, ist die zu feste Dehnung, zu viel Gewicht auf dem hinteren Bein und dass der Rücken krumm ist. Dann geht es wieder zu einer Oberkörperübung und zwar eine Pull-Übung. Rudern, Bodyweight, auch 6 bis 12 Wiederholungen an 3 Sätzen. Hier trainieren wir vor allem den Rücken, die Rumpfmuskulatur, Schulter und Arme mit dem eigenen Körpergewicht. Hier ist es wichtig, dass der Handrücken zu dir zeigt. Der Körper sollte eine gerade Linie bilden und die Körpermitte darf nicht durchhängen, was übrigens auch ein häufiger Fehler ist. Als Alternative, ja, gibt es den altbekannten Klimmzug. Und die fünfte Übung, die hat es in sich, das ist das Ab Wheel, auch 6 bis 12 Wiederholungen an 3 Sätzen. Das könnt ihr euch merken, das ist eine gute Satzzahl, eine gute Wiederholungszahl. Und hier trainierst du primär die Rumpfmuskulatur und auch noch die hintere Oberschenkelmuskulatur, das Gesäß und die Arme etc. Das ist eine Ganzkörperübung, einfach Fokus auf den Rumpf, wichtig, den ganzen Körper anspannen und als häufiger Fehler hat uns Jan gesagt, dass einige mit der Hüfte nicht runtergehen und nur mit dem Oberkörper runtergehen. Jetzt sind wir fertig, Training war wirklich geil. Ich würde sagen, mit den 5 Übungen ist man schon gut abgedeckt, oder? Ja, Sie haben super mitgemacht. Genau, das ist das Ziel. Danke, danke. Und wenn auch ihr bei ihm ein Personal Training machen wollt, schaut in der Videobeschreibung. Dort haben wir seine Webseite verlinkt. Und in dem Sinne, gebt Gas, liken, abonnieren, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Vamos! Vamos!